Die Tage werden kürzer und die Temperaturen fallen. Was gibt es da Schöneres, als im kuscheligen Wohnzimmer zu sitzen, die Kälte außen vor zu lassen und sich am warmen Feuer zu wärmen? Für den stilvollen Rahmen sorgt das Handwerk mit maßgeschneiderten Ofenlösungen. Denn heute heißt es in HWK-TV, Handwerk heizt ein. Doch zuvor einen kurzen Rückblick auf das vergangene Wochenende, wo sich das Handwerk bei der zweiten Rheinland-Baumesse von seiner besten Seite präsentierte. Viel Information und Unterhaltung also bei der Rheinland-Baumesse. Besinnlicher geht es da schon vor dem eigenen Ofen zu, wenn die Ofenbauer für die notwendige Behaglichkeit sorgen. So wie Oliver Quedlich und sein Team. Von Montabaur aus planen Oliver Quedlich und sein Team individuelle Öfen, die später in Wohnzimmern, Küchen, Geschäftsräumen oder auch Gasträumen stehen. Jeder Anfertigung der Öfen geht eine genaue Planung voraus. Oliver Quedlich zeichnet nach den Wünschen der Kunden verschiedene Musterlösungen, angepasst an die räumlichen Möglichkeiten vor Ort. Welche Öfen werden gebaut? Wir bauen Kamine und Kachelöfen, wobei Kachelofen jetzt nicht von der Gestaltung zu sehen ist, sondern von der technischen Seite. Das heißt, einmal heizen, über 12 Stunden gleichmäßige Wärmeabgabe. Wir bauen Kamine, wie solche im Hintergrund, die einfach ein wunderschönes Ambiente verzaubern in den Raum, die eine schöne, angenehme Wärme machen. Auch hier reine Strahlungswärme, keine Gitter sichtbar. Und ich denke, sehr schöne Anlagen. Davon möchte Oliver Quedlich auch seine Kunden überzeugen. Im Beratungsgespräch werden die Vorstellungen konkret abgefragt. Die Zeichnungen wurden nach dem ersten Grobentwurf so verfeinert, dass die Kunden eine konkrete Vorstellung davon bekommen, wie der Ofen später im Raum wirkt. Die Kunden können sich zwischen verschiedenen Gestaltungsvorschlägen und technischen Varianten entscheiden. Der Modellvielfalt sind hier kaum Grenzen gesetzt. Ob klassische Formen oder moderne Gestaltungsansätze. Die Wünsche der Kunden sind vielfältig. Das Spiel mit ausgefallenen Materialien und Formen hält auch immer wieder neue Herausforderungen für den Handwerker bereit, der beim Ofenbau auf viele Dinge achten muss. Ja, es hat deswegen Sinn, weil der Ofen sollte abgestimmt sein auf die Gegebenheiten. Das heißt, von der Ofenarchitektur her, wie ist das Gebäude? Wie ist der Raum? Wo steht der Ofen im Raum? Je zentraler der Platz des Ofens ist, desto zurückhaltender die Gestaltung. Und dann natürlich auch von der technischen Seite. Er muss von der Wärmemenge, die er abgibt pro Stunde, passen. Also nicht Nennwärmeleistung 8, 9, 10 kW, spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern wie viel Wärme tatsächlich gibt der Ofen pro Stunde ab. Sonst ist vorprogrammiert, dass der Raum einfach zu heiß wird und dann werden sie falsch heizen. Das heißt, sie werden versuchen, dicke Holzscheiter aufzulegen, mit wenig Sauerstoff abbrennen zu lassen. Das ist nicht gut für die Umwelt, weil er brennt weder sauber noch effektiv dann. Und es macht die Scheibe schwarz. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Schornsteinbrand. Also es hat seine Berechtigung, durchaus. Handwerklich hergestellte Öfen und eine gründliche Vorbereitung und Beratung schützen also auch vor so mancher unliebsamer Überraschung und sind eine Investition in die eigene Sicherheit. Bleibt noch die Frage zu klären, ob Holz eine echte Alternative zu anderen Brennstoffen ist, welche Vorteile es hat und danach, ob das Heizen von Holz auch heute noch in unsere Zeit passt. Richtig Holzheizen ist zeitgemäß. Es ist natürlich einfach auch Spaß, den man hat. Es ist ein tolles Ambiente im Raum. Der Mittelpunkt im Raum, der Fernseher bleibt öfter mal wieder aus. Man unterhält sich am Kamin. Also dafür sehr gut. Nicht nur Energiegewinnung, sondern auch eine gute Portion Gemütlichkeit also, die durch ein Ofenfeuer entsteht. So wie auch bei Susanne und Andreas Barth in Niederfell. In ihrer Weinwerkstatt laden die Winzer regelmäßig zu Verkostungen oder aber auch Menü- und Themenabenden ein und setzen hier auf moselländische Gastlichkeit. Bei der Wahl ihres Ofens hatten sie genaue Vorstellungen und Wünsche. Susanne und Andreas Barth haben sich hierzu an Oliver Quedlich und sein Team gewandt. Wie es dazu kam? Altenhaus, im Wohnhaus schon einen ähnlichen Ofen von dem gleichen Hersteller und dem gleichen Kachelofenbauer. Den haben wir jetzt 6 Jahre lang und waren dermaßen zufrieden damit und
also regelrecht begeistert, dass ich dachte, ich könnte auf die Straße gehen und Werbung dafür machen. So überzeugt bin ich davon, dass wir gesagt haben, wenn wir, wir wollen unbedingt in der Weinwerkstatt auch einen solchen Ofen einbauen, weil er eben auch Strahlungswärme gibt. Und damals der Einbau im Haus, die Wahl fiel auf diesen Ofen, weil er nur Strahlungswärme abgibt und wir eine Tochter haben, die Neurodermitis hat. Und diese Öfen, wenn sie nur die Strahlung abgeben und nicht die Luft umwirbeln, eben ausgesprochen ja, gesundheitlich sehr, sehr gut verträglich sind und ein angenehmes Raumklima machen. Der Blick ins Feuer, wenn Gäste da sind, ja, es ist einfach immer noch die Magie des Feuers, die jeder liebt, egal woher er kommt. Und so können es die Barts und ihre Gäste manchmal kaum abwarten, bis es draußen dunkel wird, die Tage länger und die Temperaturen fallen. Wenn der Wein eingekellert ist und die Arbeiten im und um den Weinberg langsam weniger werden, dann ist an der Mosel wieder Zeit für gemütliche Abende am wärmenden Ofen. Susanne Barth jedenfalls bereitet schon mal alles vor. Informationen zum Thema Energie gibt es am 7. und 8. November bei Nacht der Technik und Markt der Möglichkeiten bei der Handwerkskammer Koblenz. Informationen hierzu gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.